Hallo und herzlich willkommen zu den Videocalls vom Alna Doppel. Das Alna Doppel ist ein Wettbewerb, das junge Künstlerinnen und Künstler genauso wie Designerinnen und Designer fördern soll, die gerade am Ende ihres Studiums stecken, beziehungsweise gerade an dem Punkt oder am Startpunkt des beruflichen Werdegangs. Dieser Wettbewerb wird von der Volksbank EG gefördert und daher haben wir auch netterweise bei dem Interview Ben Habermann mit an der Seite, der die Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern leitet. Leider müssen wir durch die Pandemie oder durch die Bedingungen derzeit auf diese Videocall zurückgreifen, die leider auch Audio- genauso wie visuelle Störungen teilweise mit sich bringen. Und die bitte ich im nachfolgenden Video zu entschuldigen. Ich wünsche Ihnen trotzdem sehr viel Spaß, ein wenig Einblick in das Arbeiten und den Prozess der Künstlerinnen und Künstler zu bekommen, genauso wie auch in deren Werkraum oder ihr Atelier. Sie zeigen einige Einblicke, verraten noch nicht ganz so viel von dem Projekt, aber es bleibt spannend. Wir freuen uns auf das Alna Doppel, das im Oktober dann auch eröffnet, prämiert und gezeigt wird. Bis dahin, bleiben Sie gesund, wir freuen uns. Heute haben wir einen wunderschönen, netten Gast hier, Sergej Davidov, der bei diesem Wettbewerb teilnimmt und heute Rede und Antwort zu seinem Prozess und seinen künstlerischen Arbeiten steht. Wir freuen uns sehr. Danke, dass du da bist. Guten Tag. Okay. Ja, Sergej, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast, um mit uns zu sprechen. Und wir sind natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie dann bei dir der aktuelle Stand aussieht. Also in welcher Entwicklungsstufe stehst du gerade mit deinem Schaffen? Also es war auf jeden Fall ein ziemlich holpriger Start. Ich habe Anfang des Jahres eine Sehnscheidenentzündung gehabt an beiden Händen, habe dann irgendwie nicht wirklich zeichnen können, wurde jetzt auch vor 2 Wochen operiert. Habe eine Platte rausbekommen, die ich vor 2 Jahren reingekriegt habe. Also, da ich immer am Boden arbeite, ist das irgendwie alles ein bisschen kompliziert. Nichtsdestotrotz habe ich mich mit dem Bild auseinandergesetzt. Ich habe das auch hier sogar neben mir. Das ist immer präsent, heißt immer direkt vor meinen Augen oder neben mir, sodass ich mich immer ständig damit auseinandersetzen kann. Dass ich immer die Farben vor Augen habe und ein Bild ist bereits entstanden. Das werde ich jetzt natürlich nicht spoilern, das kommt dann am 29. in die Ausstellung. Gut. Du bist schon fertig mit deiner Interpretation? Ein Bild habe ich jetzt bereits. Und es werden noch 2 oder 3 weitere entstehen. Nur meine Arbeit ist halt sehr zeitaufwendig. Also für das eine Bild habe ich schon mehrere Sessionen gebraucht. Also ich arbeite in mehreren Sessionen meistens und nutze die zeitliche Distanz, also dass ich halt nach einigen Tagen nochmal draufschauen kann und die räumliche Distanz. Also mein Atelier ist, ich schätze mal jetzt bis zur anderen Wand werden es ungefähr 6-7 Meter, dass ich dann halt zwischendurch mich da mal auf die Couch setze und das Bild von Distanz aus betrachte, mich damit auseinandersetze. Manchmal drehe ich es auch um, lasse das 2-3 Tage liegen, drehe das nochmal um und schaue mir das nochmal an, ob ich mit einigen Stellen zufrieden bin oder nicht, und dann arbeite ich weiter. Demnach wird das ein ziemlich langer Prozess, jetzt noch die anderen Bilder zu machen, aber ein Bild, wie gesagt, ist bereits entstanden. Die Ausstellung. Dein Originalbild zeigen und erklären, warum du dir gerade dieses Bild aus unserer Kunstsammlung ausgesucht hast? Ja, das kann ich gerne machen. Also das ist, wie gesagt, immer hier präsent. Die Reproduktion von Markus Lindenbrink habe ich mittlerweile auch auf Instagram gefunden und mir andere Arbeiten von ihm angeschaut. Ich habe mir diesen Künstler ausgewählt, weil dieser Künstler mit Linien arbeitet. Vor allem deswegen, weil ich als Grafiker ja überwiegend auch mit Linien arbeite.
habe ich mir gedacht, kann man auf jeden Fall jede Menge mit anstellen. Gibt auf jeden Fall super viel Interpretationsraum. Und die Farben spielen für mich auch eine wichtige Rolle. Also, da ich ja immer mit Polychromos von Faber-Castell arbeite und eine recht gute Palette habe, fand ich das eigentlich ganz gut, dass der Künstler auch mehrere Farben einsetzt. Ich habe in meinen Bildern zum Beispiel vorher noch nie so viele Farben benutzt, wie der Künstler verwendet. Und das ist für mich nochmal eine persönliche Challenge gewesen, quasi. Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, bevor ich mich beworben habe, da habe ich mir gedacht, da ist recht viel Grün auch mit drin. Und Grün benutze ich so gut wie gar nicht. Das sind die Stifte, die bei mir immer ganz bleiben im Kasten. So. Alle anderen verwende ich und die grünen Stifte bleiben meistens immer liegen. So, und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt wird es langsam mal Zeit, sich mal mit Grün auseinanderzusetzen. Ne? Und das finde ich schon ganz cool. Also einerseits, wie gesagt, weil ich die Sachen so nicht gemacht habe oder verwendet habe bis jetzt in meiner Arbeitsweise. Dadurch habe ich halt quasi diese Anregung, diesen Anstoß bekommen. Und andererseits, weil ich mit Linien halt ziemlich gut umgehen kann. Spannendes Thema auf jeden Fall. Hat sich denn dein Arbeiten jetzt dann dadurch sehr verändert? Von dem, also wie du vorher gearbeitet hast, zu dem jetzigen? Du hast gesagt, andere Farben verwendet, aber auch der Prozess ist ja ein anderer. Also ich bin mir auf jeden Fall selber treu geblieben. Ich bin immer noch im A1-Format, heißt so circa 60 mal 84 cm auf Papier weiterhin, aber Mixed Media. Also ich kombiniere gerne auch mal Acrylmalerei mit Zeichnung. Ich zerstöre auch gerne mal, also heißt kontrolliertes Zerstören, bewusst Stellen radieren oder beschmieren, Spuren, Arbeitsspuren vom Prozess, wenn die auf dem Bild zu sehen sind, damit habe ich überhaupt kein Problem. Das ist, hat irgendwas Dokumentarisches und gleichzeitig ist das wie ein Fingerabdruck meiner Handschrift. Ja, und das Play-Symbol, also ich habe mich mit drei Porträts beworben damals, das Play-Symbol, das bleibt auch mit drin. Alles für mich seit einem Jahr, seit über einem Jahr mittlerweile irgendwie beschäftigt, dass viele halt wirklich, so wie wir jetzt, mit dem Gesicht am Handy hängen, also ich am Handy, und immer diesen Play-Button drücken. So. Und diese Auseinandersetzung, einfach diese taktile Erfahrung, die hat man ja schon. Die ist mit im Bild integriert und es ist quasi ein Vorher-Nachher denkbar. Also, was ich möchte, ist, dass der Betrachter sich seine eigene Geschichte formuliert und durch mich quasi auch eine Anregung bekommt. Ich habe irgendwo notiert, dass ich etwas mache, um es in Köpfe zu bringen und danach weitergedacht wird. Heißt, dieser Play-Button, der muss da drin sein, um das einfach zu suggerieren, um das zu triggern. Und die Notiz, die ich gemacht habe, war, genau, also der Künstler, der Markus Linden bringt, der hat sich was gedacht, der hat das in einen Raum gebracht, der hat das da ausgestellt. Und aus seinem Kopf ist es in den Raum gelangt und dadurch in mehrere Köpfe. Nun bin ich damit quasi auch confronted, seine Arbeit aus seinem Raum in meinen Kopf und aus meinem Kopf nun dann am 29.10. hoffentlich auch in viele Köpfe. Ich wollte gerne noch mal von dir wissen, was bedeutet dir denn die Arbeit des ausgewählten Künstlers Markus Lindebrink in deinem Fall? Der hängt ja normalerweise sonst bei uns in der Volksbank. Hast du dich näher mit dem Künstler und mit seinem Werk beschäftigt? Ja, wie gesagt, ich habe den auf Instagram gefunden, habe gesehen, dass der halt auch ziemlich viel in Amerika unterwegs ist und eigentlich auch nicht nur malt, sondern auch Plastiken und Installationen macht. Zum Beispiel die Arbeit im Grunde war ja auch der ganze Raum, der gesamte Ausstellungsraum wurde da verwendet. Also die Dimensionen sind auf jeden Fall ganz anders als bei mir. Ich bin da vielleicht einfacher. Und sage, ja, was ich brauche, ist ein Rahmen und mehr nicht.
der Künstler an sich arbeitet schon sehr plastisch, auch überwiegend. Und da war auch eine Plastik mit Epoxidharz, hat mich auch sehr interessiert. Hat auf jeden Fall eine Wahnsinnsfarbwirkung. Und ich versuche das irgendwie mit meiner Grafik festzuhalten. Also ich bin da wirklich die ganze Zeit am Überlegen und ständig da, wo ist dieser Künstler, was macht dieser Künstler und wie kann ich das in meiner Arbeit transportieren und transformieren. Also das ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht willst du einmal nochmal einen Blick in dein Atelier gewährleisten. Du stehst ja gerade da, dass wir auch mal Einblicke, also vielleicht möchtest du ja das Bild noch nicht zeigen, aber generell, wie du sonst arbeitest, dass man da einfach einen Einblick bekommt, wie das bei dir aufgebaut ist. Ja, da denke ich, da muss ich einmal aufstehen und mich ein bisschen distanzieren. Also hinter mir ist eine Malerei. Mhm. Malen tue ich nicht viel, aber zwischendurch ist das mal ein guter Kontrast. Wenn ich jetzt noch weiter weggehe, dann. Ja. Aber das hast du auf die Wand gemacht, oder? Ja, das ist eine Leinwand an der Wand. Okay. Da ist meine Arbeitsfläche. Wie gesagt, ich arbeite halt meistens auf dem Boden. Mhm. In einer liegenden Position. Da bietet sich das halt einfach an, so zu zeichnen. Und die Position zu wechseln ist auch mal gut, weil ich mich mal links, mal rechts abstütze. Da habe ich halt auch eine aktuelle Arbeit. Wenn man die jetzt sieht, sieht man das. Eine Schnecke, ja. Wahnsinn. Genau, da setze ich mich, da habe ich mich zum Beispiel auch einfach nur mit dem Thema Streifen auseinandergesetzt. Also weil es halt in dem Kunstwerk von Markus Lindbrink viele Streifen sind. Und diese Herangehensweise, allein durch die Auseinandersetzung mit dem Thema entstehen schon neue Werke. Das ist schon ziemlich cool. Also zunächst bin ich sehr dankbar, dass ich unter den Teilnehmern bin. Das ist auf jeden Fall eine große Ehre. Und die Möglichkeit auszustellen ist natürlich auch super. Dass es im November nicht geklappt hat, ist natürlich schade. Ich hoffe, dass es dieses Jahr klappen wird. Wir wissen alle nicht, wie das jetzt weiterläuft. Aber die meisten sind ja mittlerweile geimpft. Ich zum Beispiel nicht. Ich brauche die Impfung nicht unbedingt. Aber irgendwie wird es schon klappen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns dann alle nochmal persönlich sehen und versammeln können. Das wäre ganz schön. Dadurch, dass ich am Wettbewerb teilnehme, ja, hat das auf jeden Fall den Stein ins Rollen gebracht. Also so oder so hätte ich Bilder gemacht, aber durch diesen Denkanstoß, durch den Künstler, habe ich sozusagen eine Aufgabe bekommen. Und ich finde das ganz gut, weil manchmal sitzt man halt einfach da und überlegt, was kann ich denn jetzt als nächstes machen und macht Notizen, Skizzen, sonst was und grübelt und grübelt. Ich nenne das gerne Gründeln, wie so ein Karpfen, der irgendwie ein bisschen im Boden rumwühlt. Aber und wahrscheinlich genauso doof guckt dabei. Aber dadurch, dass ich halt wirklich eine Aufgabe habe, muss ich mich damit auseinandersetzen. Also das ist kein Zwang, ich möchte das ja. Und auf jeden Fall hat dieser Wettbewerb wirklich einen Trigger bei mir gegeben, was die Farbe Grün betrifft, was Malerei in der Zeichnung bedeutet, was Plastik in der Zeichnung bedeutet, was meine Arbeit überhaupt eigentlich ist und wie ich das Ganze irgendwie so transportieren kann, dass es eine Verknüpfung ergibt. So, ich schreibe auch Tagebuch tatsächlich über mein Gründeln. Und dabei sind halt auch schon echt Wahnsinnspassagen entstanden, wo ich mir selber gedacht habe, ey, dieser Künstler und dieser Wettbewerb, die haben dich gerade voll im Griff. So, und ich finde das echt super. Also, das macht mir echt Spaß.
Das hört sich wunderbar an. Ja. Sehr gut. Super. Okay. Ja. Dankeschön für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Und für die Einblicke. Dann drücken wir dir doch die Daumen, dass du deine 3-4 Bilder noch bis zur Deadline Ende August fertigstellen kannst. Ja. Das ist momentan die einzige Aufgabe. Sehr schön. Ja, okay. Dann musst du aus deiner Hassfarbe grün dann tatsächlich machst. Das ist ja echt dann eine kleine Herausforderung. Ja. Vielleicht wird es ja deine Lieblingsfarbe. Bitte? Vielleicht wird es ja deine Lieblingsfarbe. Ja, wer weiß. Also, ja, vielleicht kommt auch eine Publikation irgendwann raus, wo ich mich damit auseinandersetze. Und dann packe ich alle Tagebücher da rein. Und man weiß ja nie. Man weiß echt nie. Und es ist immer gut, einen kleinen Denkanstoß zu kriegen. Finde ich super. Ja. Ja, sehr schön. Dann nochmal vielen Dank fürs Interview. Gerne. Bis dann. Schönen Tag noch. Ciao. Jo, Dito, ciao.